Ja, lieber Tom, herzlich willkommen bei uns zum ersten Couch Talk mit Fohlenhautnah und Schaffrath. Die erste Frage: Wie geht's dir? Fühlst du dich wohl? Haben wir eine gute Couch ausgesucht? Ja, ich bin begeistert, muss ich sagen. So, der Talk passt ja in so ein Möbelgeschäft, sage ich mal, so mit schöner Couch, gemütlich. Kann man gut quatschen, denke ich. Wie viel Zeit hast du früher als Fußballprofi auf der Couch verbracht, gerade nach langen Trainingseinheiten? Und wie viel Zeit ist es im Vergleich heute? Ja, heute ist es ein bisschen weniger. Habe ja jetzt auch eine andere Aufgabe dann, wo man vielleicht nicht ganz so viel dann auch zu Hause ist oder wo man sich nicht körperlich so ausruhen muss. Aber ich bin schon einer, der gerne auf der Couch liegt. Gerade wo ich noch aktiv war, habe ich das natürlich auch immer so ein bisschen als Ausrede genommen dann zu Hause. Von mir, ich muss mich ja mal ausruhen. Nö, ich mache das gerne. Also ich fühle mich auf der Couch sehr wohl, muss ich sagen. Wenn du dich auf der Couch wohlfühlst, dann denke ich mal, hast du auch jetzt natürlich die Zeit mit der Familie ist intensiver, ist mehr als zu deiner aktiven Zeit, denke ich. Ja, das stimmt. Also man hat natürlich gerade die Wochenenden hat man dann zur freien Verfügung, wo du dir die Zeit selber einteilen kannst, wo du mit der Familie auch mal was unternehmen kannst. Das ist ja dann, wenn du aktiv bist, immer ein bisschen schwierig. Du hast meistens Samstag ein Spiel, Sonntag dann Training, was dann auch ja mit allem drum und dran dann bis mittags geht. Mhm. Deswegen ist schon die Zeit jetzt mehr da, muss ich sagen. Der Ablauf, der Tagesablauf ist natürlich ein ganz anderer, das kann man nicht mehr vergleichen. Ne? Wie gesagt, ich habe jetzt auch eine andere Aufgabe mittlerweile. Und da hat man dann einen geregelten Ablauf. Ne? Man hat feste Zeiten, wo man dann weiß, okay, da ist man arbeiten. Mhm. Wenn man auch aktiv ist, dann ist es ja immer so, ist abhängig vom Trainingsplan oder wie die Spiele dann fallen, wie die angesetzt werden. Und ich muss sagen, das macht schon viele Sachen einfacher. War das denn auch in dem Sinne eine Umstellung, weil du ja Faktor Zeit jetzt mehr hast? Mhm. Früher war deine Zeit knapper. War das eine Umstellung in deiner Planung? Weil du kannst auf einmal, was mache ich jetzt mit meiner vielen Zeit? Ja, das stimmt. Das ist gerade am Anfang, wenn du dann aufgehört hast, nicht ganz so einfach, muss ich sagen. So, du musst erst mal so den Tag füllen. Weil bei mir war es so, ich bin nicht gleich aus dem aktiven Bereich raus und habe dann direkt einen Fulltime-Job gemacht. Mhm. Also, da war dann schon viel Zeit auch da. Die habe ich dann auch genossen, muss ich sagen. Aber es ist schon so, dass dann natürlich auch mal Langeweile aufkommt, wo du dann halt wirklich intensiv auch drüber nachdenkst, was machst du jetzt eigentlich, wie geht's weiter. Man hat natürlich andersrum auch wieder viel Zeit für Freunde, für Familie. Ich bin geboren in Berlin. Dann kannst du auch mal am Wochenende mal nach Berlin fahren, die Familie und Freunde besuchen. Mhm. Und, aber es ist schon so, dass man sich daran erstmal gewöhnen muss, auf jeden Fall. Mhm. Heißt also, deine Töchter sind auch noch nicht genervt von dir, dass sie jetzt so viel Zeit mit Papa haben, was ja früher nicht der Fall war? Nö, habe ich bis jetzt noch nicht gemerkt. Ich glaube eigentlich eher so das Gegenteil. Sie freuen sich, dass ich jetzt öfters zu Hause bin. Und ja, wie gesagt, gerade am Wochenende kann man natürlich viel unternehmen dann und das genießen wir auch. Wir wollen natürlich auch nochmal auf deine sportliche Karriere zurückblicken. Du bist 2009 dann von Bielefeld zu Borussia gewechselt. Und ich habe nachgesehen, das ist tatsächlich das erste Heimspiel, was du hattest. Weißt du, gegen wen es war? Ja, das war gegen Hertha BSC. Genau, also auch gegen deinen Ex-Club. Ja. Wie lange hat es damals bei dir gedauert, bis du so warm mit dem Borussia-Park wurdest? Weil im Vergleich zu Bielefeld ist es ja schon eine andere Größenordnung gewesen. Ja, aber ich muss sagen, ich habe mich von Anfang an super wohl gefühlt. Also ich hatte auch so in den Vorgesprächen, die man dann immer hat, schon ein sehr gutes Gefühl gehabt, wo ich dann mit dem Max Eber zum Beispiel gesprochen habe. Michael Fronzek, den kannte ich noch aus Bielefelder Zeiten. Steffen Korrell. Also es waren alles Leute, wo ich mich direkt aufgenommen gefühlt habe. Mhm. Ich habe mich riesig dann auch darauf gefreut, dass der Wechsel dann auch geklappt hat. Weil einfach Borussia Mönchengladbach für mich wirklich ein toller Verein ist. Auch wenn du in anderen Vereinen spielst, hast du trotzdem immer eine gute Meinung über den Verein und auch das Stadion und das Drumherum. Das fand ich schon sehr, sehr spannend auch und habe mich echt auf die Aufgabe gefreut. Und dann das erste Heimspiel war auch ein tolles Erlebnis. Da war auch meine ganze Familie im Stadion, kam aus Berlin. Ich glaube, wir haben 2-1 gewonnen damals. Und war ein schöner Auftakt, muss ich sagen. Und ihr hattet ja dann eigentlich auch mit dir ein ganz gutes, ordentlich erstes Jahr. Du hast auch viel gespielt und im Jahr danach ging es dann erstmal bergab. Ihr habt lange Zeit auf Platz 18 gestanden. Und am Schluss dann natürlich die Relegation noch geschafft. Aber mich würde einfach mal interessieren,
was macht so eine Zeit mit einem Fußballer, aber vor allem auch mit einem Menschen, wenn man total, man steht ja unter Strom, man schleppt es mit nach Hause, die Familie bekommt es mit. Das ist ja eine Belastung nicht nur für dich, sondern halt auch für alle in deinem Umfeld sicherlich gewesen. Ja, mit Sicherheit. Also die Saison ist ja eigentlich ganz gut losgegangen. Die Ergebnisse weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber es waren gute Ergebnisse dabei am Anfang, aber dann kam auch schneller dieser Einbruch. Und klar, also, das kann mir keiner erzählen, der aktiv im Profibereich aktiv ist, dass man das nicht mit nach Hause nimmt, dass man das direkt an der Haustür dann ablegen kann und dann wirklich nur den Kopf für die Familie frei hat. Sondern es ist schon so, dass du die Ergebnisse vom Wochenende, gerade wenn sie halt nicht gut waren, auch mit nach Hause nimmst und dann halt drüber grübelst, was ist passiert, warum läuft das gerade so, was kannst du vielleicht verändern. Du wirst natürlich auf der Straße auch angesprochen, was los ist, ne? Egal wo du hingehst. Gerade in so einer Gladbach. Ja, gerade in so einer Stadt wie Gladbach ist das natürlich so, dass da wirklich viele Fußballinteressierte sind. Und das macht die Sache natürlich nicht ganz einfach. Aber ja, man ist dann halt Profi, man muss damit umgehen. Und wir haben halt nie den Glauben auch verloren, auch in der Mannschaft. Und zum Ende war es ja dann auch wirklich eine sehr emotionale und schöne Sache, dann wie es dann auch wirklich ausgegangen ist. Da erinnert man sich dann trotzdem immer sehr, sehr gerne noch dran. Wie hast du damals versucht, zusammen mit, ich meine, da waren Stranzl, Philipp Dahms, Arango als erfahrene Spieler da und gleichzeitig aber dann auch Patrick Herrmann, Toni Janschke, die dann gerade aus der Jugend kamen, Marc-André ter Stegen, der dann von Favre ins Tor gestellt wurde. Wie habt ihr da so die Mischung gefunden aus, dass ihr die Jungen mitnehmt mit eurer Erfahrung und halt versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren? Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach. Auch für uns war das natürlich, also für uns erfahrenen Spieler war das natürlich eine schwierige Situation, ne? Weil du willst natürlich nicht mit so einem tollen Verein absteigen. Also das ist, du weißt, was der Verein auch für viele Leute bedeutet in der ganzen Stadt und wie viel die Leute auch in der Geschäftsstelle mit Herzblut daran arbeiten. Und wir haben einfach versucht, unser Ding weiterzumachen, jedes Training Vollgas zu geben, dass du dann wirklich am Wochenende sagst, okay, ich bin bereit, wir sind fit, wir können hier das Spiel auch gewinnen, wir brauchen die 3 Punkte. Und sicherlich gehört da auch ein bisschen Glück dazu, weil du warst halt eigentlich an jedem Spieltag warst du wirklich unter Druck und musst natürlich auch hoffen, dass dann deine Konkurrenten auch nicht gerade durchgängig punkten. Also da kommt schon dann natürlich viel zusammen, aber ja, der Trainer hat uns natürlich auch die Ruhe gegeben, wenn Lucien Favre hat gar nicht so auf die Ergebnisse geachtet, sondern er hat wirklich sein Ding durchgezogen und das hat er uns so ein bisschen auch vermittelt. Und ich glaube, nur so haben wir es dann auch wirklich geschafft. Das heißt, erinnerst du dich vielleicht auch noch an den ersten Tag mit Lucien, wo er dann in die Kabine kam? Und wie hat er euch da versucht zu packen? Ja, es ist ja bekannt, dass er jetzt nicht gerade der große Motivator ist, sondern er hat wirklich direkt von Anfang an uns klar vermittelt, was er sich vorstellt, wie wir spielen sollen. Hat sicherlich auch so 2, 3, 4 Wochen gedauert, aber dann war es auch schnell drin in der Mannschaft, weil wir schon, denke ich, auch Spieler in der Mannschaft hatten, die sehr intelligent sind, die wirklich auch Fußball verstehen. Und dann brauchst du natürlich auch so Ausnahmespieler wie ein Arango zum Beispiel oder ein Marco Reus. Ohne diese Spieler wird es schwer, dann kannst du vielleicht verteidigen, aber nach vorne passiert dann nicht viel. Und in der Situation haben dann sicherlich auch so ein Patrick Herrmann einen großen Sprung gemacht. Und ich glaube, das sind alles so Sachen, die dann zusammenkommen. Aber Lucien Favre war halt so wirklich, der hat sein Ding durchgezogen, hat gesagt, was er sich vorstellt, weil man so mit großer Wahrscheinlichkeit auch erfolgreich ist. Und da haben wir uns einfach dann festgehalten und haben das versucht durchzuziehen. Bist du ihm dann ein Stück weit, ja, böse ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber du hast ja 99 Bundesligaspiele machen können und das 100. fehlt dir. Bist du da so ein bisschen sickig auf gut Deutsch? Also ich hätte es echt gerne gemacht, muss ich sagen. Ich war ja am letzten Spieltag Tag dann auch im Kader. Da habe ich mir natürlich schon was ausgerechnet. Gerade in dem Spiel, es ging um nichts mehr. Wir konnten nicht mehr nach oben, nicht mehr nach unten. Und auch der Spielverlauf war so, wo ich gesagt habe, 20 Minuten wären sicherlich noch gegangen, aber der Trainer hatte dann andere Vorstellungen und es war schon so, dass ich danach
ein bisschen dran zu knabbern hatte, da bin ich ehrlich. Und es hat auch ein bisschen wehgetan, weil gerade, ja, war auch mein letztes Spiel in der Karriere überhaupt, nicht nur für Borussia. Und da hätte ich gerne nochmal auf dem Platz gestanden, aber ja, war nicht so. Und jetzt mittlerweile ist es natürlich auch okay. Ist es denn so, weil du gerade sagst, es war das letzte Spiel, manche Profis, die kassieren nochmal ab in Katar, in Dubai oder woanders, kam für dich sowas gar nicht in Frage, dass du die Karriere woanders auslegen lässt oder gab es Anfragen oder gab es gar keine Anfragen? Nee, für mich kam das gar nicht oder kam die Frage gar nicht auf, weil ich muss sagen, ich war dann 34, habe mich auch frühzeitig schon dazu entschlossen, dann aufzuhören, weil ich es einfach auch toll fand, in so einem Verein meine Karriere zu beenden. Ich wollte nicht irgendwo vielleicht nochmal in die zweite, dritte Liga oder ins Ausland, hat mich damals auch nicht so gereizt. Und natürlich waren auch nicht jetzt diese Angebote da, wo man sagt, das muss ich machen. So, und von daher war ich echt froh, so wie es gelaufen ist, dass ich in so einem Verein wie Borussia meine Karriere beenden durfte. Und ja, Kontakt ist immer noch da, das freut einen natürlich auch. Ich spiele auch in der Weißweiler Elf noch. Und, nö, ich denke, ich habe da alles richtig gemacht und bin auch so zufrieden. Da würde ich gerne gerade noch mal einhaken, weil du auch gesagt hast, dass du dich frühzeitig dazu entschieden hast. Du hast 2014 dein letztes Bundesligaspiel gemacht und dann warst du halt auch oftmals nicht im Kader dabei, hattest Knieprobleme, Achillessehne. Gab es da den Knackpunkt oder den Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, so nach der Saison ist dann Schluss? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe das ja selber gemerkt, so irgendwann wird es schwer, dann dieses Niveau zu halten oder ja, zu erreichen, vielleicht noch besser zu werden. Irgendwann habe ich gemerkt, so es wird für mich immer schwieriger, auch so die Motivation dann zu finden, vielleicht noch ein bisschen mehr zu machen, noch mehr ins Training zu investieren. Und dann natürlich kommen auch die Jungen nach, die meiner Meinung nach auch dann zurecht gespielt haben, weil sie einfach dann auch fitter waren oder fußballerisch noch mehr drauf hatten. Also das habe ich sehr realistisch auch gesehen und dann habe ich gesagt, ich möchte mit 34 kann man aufhören und ich möchte das in so einem Verein tun. Ich möchte nicht, wie du gesagt hast, nochmal irgendwo rumtingeln und deswegen war das eigentlich für mich so ein Prozess, aber auch ganz klar dann. Also. Und dann hast du bestimmt ja auch mal in einer ruhigen Minute auf einer Couch gesessen zu Hause und hast deine Karriere Revue passieren lassen. Bist du damit zufrieden oder würdest du irgendwas anders machen? Oder sagst du? Nö, im Großen und Ganzen bin ich schon zufrieden. Also ich habe ja nur erste Liga gespielt zum Beispiel oder über 250 Bundesligaspiele. Also das sind schon Sachen, wo ich stolz drauf bin. Ich glaube, ich war immer jemand, der sich ganz gut selber einschätzen konnte, der wusste, was kann ich, was kann ich nicht. Und ich glaube, ich habe viel über den Ehrgeiz natürlich auch gemacht. Und da habe ich mir auch nichts vorzuwerfen. Sicherlich hätte ich den einen oder anderen Titel auch gerne mal gewonnen. Waren ja auch mit Borussia mal im Pokal-Halbfinale, wo wir im Elfmeterschießen gegen Bayern rausgeflogen sind. Habt ihr Dante geköpft dafür? Nee, das nicht, aber in dem Moment hätte man es gerne natürlich gemacht, aber Bayern auch nicht in Absicht. Aber ja, das sind so Momente, die tun dann auch weh, auch im Nachhinein, wo man sagt, auch für mich gerade als Berliner so ein Pokal-Halbfinale, das wäre schon ein Traum gewesen. Aber okay, trotzdem bin ich zufrieden, dass ich das so lange auch machen durfte. Also im Profifußball, man weiß ja, wie schnell das auch geht, dass es vorbei ist und oder dass man vielleicht mal ein paar Spiele macht und dann ist man wieder in einer, spielt es halt keine Rolle mehr, bist aussortiert, alles geht ja immer ganz schnell. Ja, absolut. Und da hatte ich eigentlich auch Glück und bin auch zufrieden, dass das bei mir nicht so passiert ist. Du hast gesagt, du spielst ja immer noch in der Weißweiler Elf. Wer hat dich damals gefragt und wie lange musstest du überlegen? Also das war der Peter Winhoff damals, den habe ich dann in der VIP-Loge nach dem Spiel mal getroffen. Die haben ja auch immer ihren Stammtisch da und hat er mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Da war ich halt aber auch noch aktiv, habe ich mich erstmal gewundert. Warum fragt er mich jetzt schon? Lass mich doch erstmal noch ein bisschen spielen. Sieht das so schlimm aus? Aber nee, für mich war das, oder ist das immer noch eine Ehre, muss ich sagen. Ja. Ich habe gerade gestern mit einem Freund darüber gesprochen, weil ich morgen auch wieder bei der Weißweiler spiele, dass das für mich halt echt auch so eine Ehre ist, da mitzuspielen. Auch mit den ganzen Borussia-Legenden, sage ich mal. Ja. Und macht schon Spaß. Und deswegen war das für mich sofort klar, dass ich das machen möchte. Ja. Also bitte?
ist es dann auch so, dass man halt tatsächlich dann auch nochmal froh ist, wenn man dann so Sachen machen darf wie Autogramme schreiben, Fotos mit den Fans. Das ist ja auch was, das nimmt man jahrelang, ich will nicht sagen, als Selbstverständlichkeit wahr, aber es ist halt einfach immer da. Manchmal nervt es vielleicht auch. Ja, also klar, es tut schon gut, wenn man halt merkt, so die Leute, die freuen sich, wenn sie dich nochmal sehen oder so, oder bezahlen dann ja natürlich auch Eintritt zu den Spielen, dass du sagst, okay, das interessiert die Leute halt, da freut man sich drüber. Und wenn du Kindern oder Erwachsenen auch, die sich darüber freuen, über ein Autogramm den Gefallen tun kannst, dann macht man das auch gerne. Es lässt natürlich mit der Zeit immer mehr nach, ist keine Frage, aber diese Spiele, die machen immer Spaß, weil du siehst, die Leute freuen sich, die kommen halt auch, um uns zu sehen nochmal, die Alten. Und das gibt einem schon ein gutes Gefühl auch. Du könntest uns jetzt auch einen Gefallen tun und zwar wieder was Kleines Torben vorbereitet. Torben Marx, wie er früher rumgekritzelt hat, das kann kein Mensch lesen. Schreib uns doch einfach mal dein Autogramm, einfach mal ein bisschen groß aufs Blatt, dann halten wir es mal kurz in die Kamera. So. Jetzt tun wir so, als unterschreibst du in Schaffrat, genau, zack. So, Waschmaschine gekauft. Was heißt das? Das kann doch kein Mensch lesen. Ich kann es mal kurz zeigen. Wie kommst du auf so eine, schaut her, wo steht der Torben Marx? Erklär uns mal, wie kommt man als Profi überhaupt auf so einen... Ja, irgendwie muss es ja ein bisschen schnell gehen, wenn du... Hab schon. Wenn du Autogramme schreibst, dann kannst du natürlich auch nicht ganz so viel Zeit lassen. Aber ich habe immer so das als T gesehen. Ja, da ist ein X, ja? Ja, genau, das ist ein okay, X, das verstehe. Ist ein A, hier ist irgendwo noch ein R versteckt. Ja, ist noch. Und dann ist das halt irgendwie, ja, M, T. Ja. Also mit viel Fantasie, so, stimmt. Ja, kann ist... Deshalb schreiben ja manche Spieler auch immer die 18 oder die 10. Damit sie, ja, das habe ich ja irgendwann dann auch mal gemacht, aber dann habe ich gedacht, ach. Wie kommt man, also jetzt mal ganz salopp gefragt, wie kommt man, irgendwann geht es ja dann los, dass die Autogrammjäger kommen und es ist ja auch klar, dass du da nicht mit der Unterschrift unterschreibst, mit der du jetzt eine Waschmaschine kaufst. Geht man dann hin, was geht am schnellsten? Ich meine, du hast Glück mit deinem Namen, der ist kurz. Ich weiß gar nicht, also wie das kam. Ich glaube, ich habe zu Hause dann auch mal so ein paar Unterschriften geübt, wo es dann so mit denen losging. Ja, echt. Und dann, also wo ich halt noch kein Profi war, ne, dann würde ich dann unterschreiben, wenn mich jetzt da so viele fragen würden. Und so kam das dann, glaube ich. Also, ja. Und die hast du dann auch nicht mal zwischendurch geändert? Nee, die ist immer geblieben. Ja. Ist immer geblieben. Du hast eben, Tom, von einem Stammtisch gesprochen, von der Weißweiler Elf. Wie ist denn das bei dir? Also wenn du jetzt in Borussia Park möchtest, gibst da den kurzen Dienstweg, rufst Max an, sag Max, ich möchte mit meiner Frau und meinen Kindern in den Borussia Park. Hast du 2 Karten, 4 Karten oder wie geht's sowas als ehemaliger Spieler? Ja, also einmal ist das so, dass wir von der Weißweiler Elf, da haben wir einen Ansprechpartner, da ist immer so ein kleines Kontingent für die Spieler reserviert. Wenn du da rechtzeitig anrufst, dann ist das meistens auch möglich, dass du da eine Karte bekommst für den Spieler. Wenn du jetzt deine Frau mitbringen willst oder auch mal einen Freund, dann muss es schon ein bisschen netter sein, sag ich mal. oder wenn da schon alle Karten weg sind, dann, ja, dann kann ich auch mal einen Steffen oder einen Max oder so anrufen. Ja. Also das, oder ein paar Leute kennt man ja auch noch im Verein. Also Mattes zum Beispiel, Neumann. Und, ja, das ist irgendwie, finde ich da meistens einen Weg. Aber bezahlen muss man dafür dann nicht? Also ich habe auch schon Karten gekauft, wenn es ein paar mehr wurden oder so. Ne? Also es hält sich ja dann immer an Grenzen, wenn ich mal nachfrage, meistens 1-2 Karten. Aber wenn es dann wirklich dann so 4, 5, 6 werden, dann muss ich mir auch welche kaufen. Ja, klar. Wie oft bist du im Moment noch so im Stadion? Ja, ich glaube letztes Jahr habe ich 5, 6 Heimspiele gesehen. Also ich versuche so oft wie möglich zu gehen, aber ja, manchmal hat man dann auch was mit der Familie vor. Also, da stelle ich die Stadionbesuche schon ein bisschen hinten an, aber ich bin schon sehr, sehr gerne da. Wie schaust du denn dann die Spiele? So wie quasi ein Fan, der da mitfiebert, oder sitzt Torben Marx in der VIP-Lounge und guckt einfach, oder fieberst du mit? Nee, oder? Ich fieber da schon mit auf jeden Fall. Also ich springe dann auch sicherlich mal auf oder. Also ich drücke der Borussia schon ganz klar die Daumen auch. Da bin ich nicht so einer, der sich da hinsetzt und sagt, das ist mir völlig egal. Mhm. Und da drücke ich schon Borussia die Daumen und bin dann auch wirklich voll dabei. Mhm. Umschreien tue ich jetzt da nicht so, aber
bisschen rumzappeln tue ich, glaube ich, schon. Ja. Wir waren eben beim Thema Autogramme sammeln. Als Fußballer hat man ja ganz oft auch mal die Leidenschaft, Trikots zu sammeln. Wie war das bei dir? Mhm. Hast du gerne das Trikot getauscht? Ja, also gerade am Anfang, wo ich die ersten Spiele gemacht habe oder die ersten paar Jahre, dann habe ich schon versucht, mir auch regelmäßig Trikots zu besorgen. Später wurde es dann immer ein bisschen weniger, dann habe ich mir so versucht, ein paar Highlights, ne, wenn du jetzt so gegen Bayern oder so spielst, wo dann halt auch wirklich sehr, sehr bekannte Spieler sind, dann versucht man das natürlich immer, oder jetzt so Europa-League-Spiele oder sowas, ne, dann willst du da schon, oder habe ich schon versucht zu tauschen. Später habe ich das dann mehr so für meine Freunde gemacht, weil ich habe einen Freund, der, ja, der ist halt wirklich so ein Sammler, und da habe ich versucht, für ihn die Trikots zu besorgen und zu tauschen. Wie läuft sowas ab? Regelt man das auf dem Platz, vielleicht auch schon vorm Spiel oder dann doch erst im Kabinengang nach Abpfiff? Nö, also meistens war das so, dass man dann auf dem Spielfeld dann, manchmal kennst du ja auch welche, oder manchmal war es auch so, dann habe ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen guten Bekannten im anderen Verein habe, den schon mal vorher gesagt, kannst du mir dann nach dem Spiel das und das Trikot vielleicht mal besorgen. Ich habe da jemanden. Oder sonst ganz einfach auf dem Feld, wenn wir Trikot tauschen. Ja. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ja, hattet ihr eine Grenze, wie viele Trikots ihr pro Saison tauschen dürft? Oder? Also wir hatten, ich muss überlegen, ich glaube 12 Trikots hatten wir frei. Ja. Keine Verfügung. Und alles, was wir mehr gebraucht haben, mussten wir dann auch selber bezahlen. Ja, aber eigentlich ist es so, dass man 2 Trikots pro Spiel zur Verfügung hat. Und die könntest du theoretisch dann auch nach dem Spiel wechseln. Gibt es da für dich das Highlight-Trikot, was du ergattert hast? Ja, ich habe damals Mehmet Scholl war für mich damals, weil das auch so das mein Lieblingsspieler in der Jugend war. Mit dem habe ich mal getauscht. Ribéry, nämlich noch Paulo Sergio von Bayern damals. Ja. Aha. Also wenn ich zu Hause jetzt nachschaue, habe ich bestimmt noch einige. Aber Thomas Rosicki damals. Oh, cool. Ja. Oder ich habe zum Beispiel dann auch für meinen Vater, der hatte mich dann mal gefragt, weil er hat um wieder einen Freund, haben wir in Bayern gespielt, dann hat er gesagt, kannst du mir da vielleicht 2 Trikots besorgen? Und ich sag, ja, ich werde es versuchen. Und dann bin ich zu den anderen Spielen in die Kabine, also vor die Kabine, und dann war der Hermann Gerland da. Und man, ja, was brauchst du, Junge? Da habe ich gesagt, ja, 2 Trikots wäre nicht schlecht. Mein Vater würde es gern. Ja, hier hast du von Groß und Müller. Cool. So. Und dann da haben die aber noch nicht wirklich so viel gespielt. Waren ganz jung, hier, aber die wären mal was. Kannst du lieber Trikots haben? Echt? Hat er gesagt? Cool. Ja, hat er recht gehabt. Und dann, ja, heute sind sie ein bisschen was wert, denke ich, die Trikots. Absolut, Marvin. Ja, also. Oder Manuel Neuer habe ich auch mal getauscht. So. Liegen die alle in der Kiste auf dem Dachboden? Oder? Ja, bei mir liegen sie im Schrank alle gestapelt. Ich habe irgendwie keinen Platz, sie aufzuhängen. Wie gesagt, viele sind auch bei meinem Kumpel oder irgendwo bei anderen Freunden. Ja. Nun sind wir hier bei Schaffrath und Schaffrath hat nicht nur eine Couch, sondern auch eine Küche. Als Profi wurdest du bekocht. Liebst du kochen? Kochst du jetzt gerne selber? Ich habe immer mal versucht, den Dreh zu kriegen, selber zu kochen. Weil irgendwie finde ich es auch spannend. Aber ich bin, glaube ich, ehrlich zu faul dazu. Gehst also lieber essen mit Frau oder? Ja, deine meine Frau kocht. Kocht ja? War doch klar. Ja. Die kocht doch gut. Und deswegen ja, muss ich mir da bis jetzt noch nicht so viel Mühe geben. Aber ich gehe auch mal gern essen. Mhm. Also deine Figur ist ja doch noch athletisch. Also achtest du noch aufs Essen, so wie als Sportler? Ja. Also oder ist doch mein Big Mac, ja? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin einer von denen, der, glaube ich, viel zu schlecht ist eigentlich. Also ich bin jetzt nicht so der immer nur Fleisch und Gemüse und sowas. Ja. Ich lasse es mir doch gut gehen und habe jetzt auch ein paar Kilo zugenommen. Mhm. Aber das ist einfach so, wo ich sage, ich genieße jetzt auch ein bisschen und trinke auch mal ein Bier dann und dazu zum Essen. Und gerne mal. Oder 2 oder 3. Altbier oder Pilz? So bin ich. Flexibel. So, wo ich noch bin, wer gerade was trinkt, ich passe mich da meistens an. Ja. Bei dir kontrolliert dann mittlerweile auch niemand mehr das Gewicht. Genau. Wie war es früher in der Vorbereitung? Jeden Tag auf die Waage oder? Ja, da gab es eigentlich verschiedene Trainer. Unter Michael Fronzek zum Beispiel mussten wir jeden Tag
also vor dem ersten Training und nach dem letzten Training. Aha. Da wurde ein bisschen mehr Wert drauf gelegt. Und Lucien Favre, dem war es eigentlich egal. Mhm. Den hat nur interessiert, was er wirklich auf dem Platz sieht, was er für ein Gefühl hat. Also das war immer unterschiedlich. Klar war das manchmal nicht einfach, wenn du im Urlaub warst, dann auch wieder drauf zu achten, ne? Was isst du jetzt, wie Kilo hast du, bist du fit, wenn es wieder losgeht. Dann ist das, ja. Sonst, ja, du wolltest natürlich auch nicht gleich eine Ansage bekommen, ne? Und ein schlechtes Bild abgeben am ersten Trainingstag. Deswegen musste man da schon nochmal so ein bisschen aufpassen auch. Aber das wollte er dann auch ganz gerne mit dem Laktattest direkt in den ersten paar Tagen geprüft. Was mich interessiert, gab es da oder gibt es da in der Bundesliga, in der Mannschaft, wo du ja nur Vollprofis hast, dann aber auch tatsächlich Leute, die auf Deutsch gesagt einfach mal abscheißen und richtig hinter den anderen? Ja, hast du auch. Also ich glaube, mittlerweile wird es immer weniger von den Leuten, weil ich glaube, die Leistungsdichte ist einfach extrem. Zu meiner Anfangszeit oder auch so in den Jahren danach waren das schon so, wo dann halt auch mal einer seine Pulsuhr einem Kumpel gegeben hat, hier, lauf du mal für mich, ich habe keinen Bock. Ja, krass. So, das hast du dann natürlich an den ersten Trainingstagen dann auch gesehen. Ja, dann sind sie da hinterher gehechelt, haben sich damit selber keinen Gefallen getan, aber es gab natürlich schon so faule Spieler. Ne? Oder wenn die sagen, ich habe meine Pulsuhr vergessen oder verloren, oder ja, dann weißt du auch ganz genau, naja, schon klar. Lusche, ja. Als du eben Lucien Favre angesprochen hast, der ist ja jetzt auch wieder zurück in der Bundesliga. Heute ist auch Bundesliga-Auftakt. Was traust du da Borussia Mönchengladbach natürlich zu, aber auch vor allem, weil du ihn halt so gut kennst, Borussia Dortmund mit Lucien Favre? Also ich glaube schon, dass Dortmund sicherlich einen Sprung nach vorne machen wird wieder, weil ich einfach sehr, sehr viel vom Lucien Favre auch halte als Trainer. Ich glaube, er ist schon in der Lage, auch jede Mannschaft wieder besser zu machen, jeden Spieler auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, in Dortmund hast du wirklich sehr, sehr viel Potenzial, wo man echt, oder wo ich auch hoffe, dass einfach die Liga vielleicht mal ein bisschen spannender wieder wird. Gerade oben natürlich, wenn es um die Meisterschaft geht, da war er in den letzten Jahren schon sehr, sehr langweilig eigentlich. Und ich hoffe schon, dass Dortmund da wieder näher ranrücken kann. Weil wenn es eine Mannschaft ist, dann glaube ich, dann ist es Dortmund. Und ich glaube, er passt auch zu der Mannschaft, glaube ich. So viele gute Fußballer drin. Zum Umfeld muss man mal schauen. Ich glaube, da ist natürlich der Start auch nicht ganz unwichtig für Dortmund. Und ja, ich rechne den schon eigentlich, oder ich rechne damit, dass sie eine ganz gute Saison spielen. Und bei Borussia Mönchengladbach ist es schon so, dass ich viel von der Mannschaft halte, also sehr, sehr viel Talent, viel fußballerische Klasse, finde ich. Und ich hoffe, dass die Neuzugänge auch einschlagen. Meiner Meinung nach ganz gute Einkäufe. Und ich hoffe, dass sie einfach eine gute Saison spielen werden. Und dann gehören sie für mich auch unter die europäischen Plätze. Glaube ich, da gehören sie eigentlich schon hin. Wie viel bekommst du da noch mit? Gerade wahrscheinlich hast du noch ein bisschen Kontakt zu Toni, zu Heimi, die ja zu deiner Zeit noch da waren. Ja, so viel kriege ich eigentlich nie mehr mit. Also ich, so riesen Kontakt habe ich jetzt zu den Jungs auch nicht mehr, dass ich da jetzt jede Woche mit denen schreibe. Sicherlich mal zum Geburtstag oder wenn irgendwie mal ein komisches Bild zu sehen ist oder weiß ich was. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da groß über die Situation schreiben oder sprechen. So ein bisschen kriegt man halt mit, wenn man auch in der Weißweiler Elf dabei ist, weil da sind ja auch viele, die noch ganz nah im Verein so sind, zum Beispiel in Olli Nivelle. Dann hört man natürlich schon mal so ein bisschen was. Oder man trifft den auch. Ich habe vor kurzem jetzt auch den Frank Geideck in der Stadt getroffen oder Max Eberl beim Arzt. So, das ist dann, tauscht man sich mal aus und kriegt man so ein bisschen was mit. Aber das heißt, hast du dich jetzt auch. Wie sieht dein Alltag jetzt aus? Wie viel Fußball ist da tatsächlich noch vorhanden? Mhm. Man weiß ja auch, du spielst Tennis. Das nimmst du jetzt so ein bisschen als Ausgleich. Mhm. Ah, Fußball ist bei mir eigentlich aufs Wochenende beschränkt. So, wo ich halt einfach gerne Fußball gucke auch nach wie vor. Oder natürlich auch mal Champions League Abend oder Pokal oder so. Ich schaue schon gerne Fußball im Fernsehen. Spielen tue ich ab und zu in der Weißweiler Elf. So, das macht Spaß. Sonst habe ich mit Fußball, sage ich mal so, nicht mehr viel zu tun. Also ich habe jetzt da keine direkte Aufgabe.
in dem Sport. Und Tennis spiele ich 2-3 Mal die Woche, weil es mir einfach schon seit klein auf auch Spaß macht. Und, ja, das ist so meine sportliche Aktivität. Also du gehörst ja nun nicht zu den Ex-Profis, die irgendwie im Trainerbereich, im Managerbereich, kam das für dich nie in Frage? Und was machst du denn jetzt? Was macht Torben Marx jetzt? Also für mich kam das wirklich nie so in Frage. Stand ja auch mal zur Debatte, so ein bisschen bei Borussia mal reinzuschnuppern in der Geschäft, aber dann eigentlich wäre das auch mehr Geschäftsstelle gewesen, weil ich mich jetzt nicht so als Trainer oder was ich irgendwas da sehe. Weil mir einfach auch die Wochenenden mittlerweile zu wichtig sind, da bin ich auch ehrlich. So, dass ab und zu mal mit der Weißweiler ist okay, aber jetzt nicht, dass es eine Verpflichtung ist, da jedes Wochenende irgendwie mit Fußball zu tun zu haben. Und im Moment mache ich eine ganz klassische Ausbildung im Versicherungsunternehmen, mache nebenbei noch so ein bisschen ein paar andere Sachen, so immobilienmäßig. Da bin ich auch ausgefüllt, macht Spaß. Lernen was Neues, was für mich auch wichtig war. Wenn du sagst Ausbildung, heißt das, du drückst jetzt auch wieder die Schulbank? Ja, die geht am Montag geht die los. Ach. Montag ist Einschulung. Das ist Einschulung für mich. Ja, echt. Nee, das ist eine ganz klassische 3-Jahres-Ausbildung. Ja, echt? Ja, weil ich finde das spannend, was Neues zu lernen auch und mich da auch in so Bereichen weiterentwickeln. Das heißt, diejenigen, die jetzt in Gladbach zum 1.9. eine Ausbildung beginnen, könnten eventuell Torben Marx als Mitschüler haben. Echt? Ja, kommt was. Wir machen eine Schultüte, ey. Ja. Schau mal. Ja. Ja. Hast du da kein Problem mit 18, 16? Oder? Nö, ach Quatsch. Ich mache das für mich. Ich möchte da ein bisschen was lernen. Ich möchte auch von Sachen wirklich Ahnung haben, wo ich sage, ich habe davon Ahnung und nicht nur irgendeinen Stuss erzählen, weil ich so tue, als ob ich Ahnung habe. Und deswegen, klar, wird dann wahrscheinlich auch mal geguckt, so, ist ja komisch oder warum machst du das? Aber ich habe gesagt, ich habe da jetzt Lust zu und ziehe ich das durch. Ist es so, dass du da auch schon mal übst? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es schwer für dich ist, wieder den Geist auch zu bewegen, weil... Weißt du, wie ich meine, dass du wieder lernst, dass du wieder aufsaugst? Dass, ich bin jetzt seit November auch schon in der Agentur, wo ich jetzt die Ausbildung mache. Einfach um so reinzuschnuppern oder wie du sagst, dann halt auch mal den Kopf schon ein bisschen wieder in Schwung zu kriegen, so, weil diese Sachen sind ja doch was anderes als so die letzten, weiß nicht, 20 Jahre gemacht hast. Und ist natürlich auch eine Herausforderung für mich, keine Frage. Gibt auch mal Tage wahrscheinlich, wo ich sage, puh, bisschen schwierig, aber ich glaube, die hat auch jeder und die gehören dazu und deswegen alles gut. Okay, ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Hanna hat nichts mehr. Eine Frage noch. Eine Frage noch. Die kam unter anderem von einem User von uns, also von einem Leser. Die passt jetzt auch ganz gut zum Abschluss und jetzt, wo du es auch gerade mit deiner Ausbildung noch erwähnt hast, wo siehst du dich in 5 Jahren? Oh. Klassische. Ja, ist schwierig. Auf Malle. So weit muss es nicht gehen. Nee, ich mache das so ein bisschen nebenbei mit Spaß und habe da so ein paar Leute auch kennengelernt über die Zeit, die sich damit echt gut auskennen. Und dann versucht man auch da wieder was mitzunehmen. Ja, schwierig, schwierig. Also eigentlich hoffe ich, dass ich genauso glücklich, ausgeglichen bin wie jetzt. So, dass es meiner Familie gut geht. Wo der Weg dann hingeht, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also vielleicht kommt in den nächsten Jahren auch wieder was, was vielleicht noch spannender ist für mich. Oder deswegen schauen wir einfach mal. Bist du eigentlich in der glücklichen Situation, also ich halte dich ja jetzt für einen cleveren Menschen, aber dass du machen kannst, weil es dir Spaß macht. Also du hast finanziell, so kann man es ja mal auf den Punkt bringen, gut vorgesorgt, dass du keine Sorgen haben musst. Ja, sicherlich verdient man in der Karriere jetzt gutes Geld. Ich habe jetzt nicht alles direkt ausgegeben, habe schon ein bisschen was zur Seite aufgepackt und kann sicherlich jetzt erstmal schauen, was mir Spaß macht. Und, aber irgendwann natürlich wird es auch wieder Geld verdienen. Also das ist natürlich nur jetzt zu sagen, ich lege mich jetzt nur auf so eine schöne Couch. Ja, Das ist dann einfach auch zu langweilig. Und deswegen, klar nimmt man viel mit aus der Karriere, keine Frage. Man kann sich dann ein gutes Pulver aufbauen und dann kann man mal schauen.
Du machst aber insgesamt auf jeden Fall einen sehr zufriedenen Eindruck. Ja, bin ich auch. Also mir geht's gut. Also ich möchte kein anderes Leben haben, sage ich mal. Also ja. Waren jetzt auch im Urlaub gewesen, das ist drin. Konntest ja zu aktiven Zeit, musstest immer auf die Schulfee oder musstest du gucken, wann ist Urlaub. Dann wurden die Kinder eingeschult, dann war es schon ein bisschen problematisch wieder, weil die keinen Urlaub hatten oder keine Ferien. Und jetzt kannst du Urlaub fahren. Hast aber auch einen geregelten Ablauf, was mir auch wichtig ist. Ja. Am Anfang willst du erstmal genießen die Zeit so und gucken und machen und dahin fahren und da mal ein Bier trinken und da mal feiern. Aber jetzt ist auch gut, dass dann wirklich wieder so ein Alltag drin ist. Ein geregelter Ablauf. Mhm. Ist das okay. Und der Alltag ist hier und nicht in der Bundeshauptstadt, wo du ja noch eine Wohnung hast? Zumindest war so mal mein Kenntnis. Ja, die Wohnung habe ich nicht mehr. Die ist weg. Nee, wir haben hier unser Häuschen und meine Kinder gehen zur Schule. Hier, wir fühlen uns hier wohl. Also alles gut. Okay. Wunderbar. Alles gut. Gut war auch der Talk. Recht herzlichen Dank, gerne. Torben, dass Vielen du Dank dir für die Einladung. Zeit hast genommen. Das war der Couch Talk, der erste Couch Talk, wo wir noch nah bei Möbel Schaffrad in Mönchengladbach. Wir freuen uns auf die nächste Sendung.